Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier auf der Karte in Schulen, also bleibt kein Eis. Ich wünsche allen mal einen schönen Sonntag und nochmal vorweg, schönen Dank fürs fleißige Reinschauen. Hat den Kanal schon sehr weit gebracht, in Anführungszeichen, ne? Also Entwicklung ist da, positiv. Die Chancen auf weitere Fleißung ist dadurch gestiegen. Ja, und Dankeschön dafür, dass der eine oder andere mal einen Kommentar gegeben hat. Ob nun hier in LS oder bei Cat on Cops, was zurzeit ein bisschen besser läuft, kann ich mir so nicht erklären, warum auch weshalb. Ist halt so, ne? Also Interesse scheint da ein bisschen größer zu sein. Wahrscheinlich neue sind ja auch nicht, kann man auch nicht sagen. Ja, ich mache jetzt hier weiter und fahre den Drescher zum Feld Nummer 10. Dazu steigen wir, sind wir drinnen, starten wir ganz kurz und machen die Innensicht. Und dann fahren wir mal ganz kurz. Ich glaube, dann hier rechts hoch geht ja nicht, ne? Das ist eine böse Kante. Wir drehen hier vorne irgendwo und dann fahren wir hier wieder zurück. Oder wir fahren über die BGH, ganz, ganz große Kurve. Hier am Gülle fast vorbei bei der Schweine. Das wäre eigentlich perfekt für Gülle und ja, irgendwie kommen die Schweine nicht auf den Kopf. Also irgendwie werden wir auch Schweine anschaffen. Aber schon. Irgendwann bei Gelegenheit. Am besten im Winter, wenn wir mehr Zeit haben. Jetzt kommt ja bald die Geschichte mit Pferdegras. Ich hoffe, dass es heute ist schon 2:30 Uhr, dass es dann bald reif wird. Ne? Ist ja Stufe in der zweiten Stufe mittlerweile. Ich schau mal, hier auch ein bisschen Milch gehabt. Muss ich mal schauen. Alle Fendt mal herfahren und die Milch holen. Können wir nachher gleich machen. Der LKW ist ja fast. Ich hatte ja anfangs die Kühe von Hof 3 von der alten Karte. Weil ich ja zwei Stelle dort hatte, im Einstall, Datei, Prinzip 2, im Bereich der Kühe gehabt. Was nicht im Einstall reinging, weil wahrscheinlich die Zahlen identisch waren. Also passte nicht. Also brauchte ich einen extra Stall. Dann hat sich der Hof 1 der Stall angeboten gehabt. Wollte alle die im Einstall bringen, und das aktuell ist. Hat nicht funktioniert, entweder die einen oder die anderen. Und dann habe ich dort letztendlich für die vom kleinen Stall halt, wo die meisten Mastbullen sind, doch entschieden für Hof 1. Wir sind da die Kühe. Ich muss sowieso irgendwo Kühe extra haben, also für die Mastrinder, dass ich nicht durcheinander komme. Wenn man bei 2000 Kühen fallen 30 Bullen gar nicht auf, die man dann rausnehmen müsste, wenn mal irgendwann Schlachtreif wird. Ne? Und da sind die ersten 3, 4 jetzt schlachtreif, aber das ist nicht der Grund, warum wir jetzt den Stall den Schlachthof kaufen würden. Ne? Könnte zwar, aber jetzt zur Erntezeit erstmal nicht. Aber ich werde mal sehen. Na, jetzt mal gucken, die Kühe sind auch schon 4, 5 Jahre alt. Ich glaube 4, wenn nächstes Jahr 5. Das wird ja auch bald so weit sein, dass man die dann komplett tauschen muss. Dass man für 200 Kühe ja irgendwann zum Schlachthof bringen müsste, bevor sie einen da wegsperren. Ne? Normalerweise macht man beim Bauern ja so, wenn die Kuh nicht mehr trächtig wird, warum auch immer, ob Alter oder andere Gründe, kann man da was spekulieren, dann ist der Zeitpunkt gekommen, dass dann die Kuh dann zum Metzger kommt, zur Wurstproduktion, ne? als Braten wäre Fleisch zu zäh. Würde ich mir so nicht empfehlen, aber als Wurst sicherlich für Salami. Ne? Ich bin ein Fan von Salami. Ist ja ein magerer Antrieb und Rind. Sehr, sehr wichtig. Und da sage ich mal so, das ist eine gute Option. Besser als im Medizum. Bei uns wurden so früher so Tierverwertung gedacht, wenn die gestorben sind. Es gibt ja auch Fälle, da sterben die Kühe aufgrund. Oh, selten mal durch Krankheit, am meisten durch eine Geburt, die dann nicht klappte oder zu spät eingegriffen wurde. Ne? Also das ist oft ein Grund, für das die Kuh stirbt. Wenn das Kalb meistens dann falsch herumliegt und der Geburtsvergang zu lange dauert, und man hat es nicht gemerkt, warum auch immer, dann ist es, kann es eine Folge sein. Ne? Gut, zur Not Tierarzt oder das Kalbprinzip künstlich holen.
Meistens ist es halt dann auch ein Tod, wenn es dann, wenn es zu lange in der Kuh drin ist. Ne? Falsch herum. Geburtsvorgang hat nicht geklappt. Die Blase ist geplatzt ungefähr und dann ist es eine Frage der Zeit. Dann muss ich die Geburt schnell erfolgen. So, das wäre das. Der ist hier noch nicht so weit. Da können wir aber auch die Ballenpresse schon herfahren, wenn wir einen freien Traktor nehmen. Das kann der ganz gut machen. Also muss man die Ballenpresse. Wo die Mäh verkaufen, ne? Von Hof 1. Das machen wir zuerst. Der Bruder ist schon wieder nicht an. Das wird ein Problem, das wird ein Aufsichtsproblem. Na gut. Vielleicht finden wir eine bessere Lösung. Milch. Der war ja an sich nicht. Ja, die anderen Pferde sind auch da. Ist dicht dran an der Straße. So, jetzt haben wir noch Milch. Nix. Den werden wir jetzt freistellen. 55. Eben nur gucken, wieso erhält er immer an dem Punkt an. Abfahren. Er hält ja immer drüben im Stall an und kommt nicht weiter. Also nebenan. Er fährt er durch den Stall durch. Also im Prinzip durch den anderen Stall nicht, durch den, die Grase. Das wissen wir nicht. Wenn er hier durchfährt, da hinten hat er mal, steht er immer eine ganze Weile. Kann er sich nicht entscheiden. Na gute Frau, gibt mal Gas. Hat man keine. Ach, fahren wir selber. So. Ja, da bleibt er immer stehen. Warum, weiß ich nicht. Ist ungünstig, wenn du für mich hast, dass da der Transport nicht klappt. Ob der Triggerbereich zu groß ist und er deswegen anhält, ich weiß nicht. Müsste eigentlich immer leer machen, verkaufen und dann dann Hof 1 fahren. Na, die Zeit im Auge, das wird auch schaffen, ne? Vielleicht werden wir nicht schaffen würden. Ja, der Mais steht auch gut, der Regen ist perfekt. Wenn wir jetzt Bodenproben machen könnten, also das können wir natürlich machen, ne? Also, Bodenproben nicht, aber hier eine Messeinheit habe ich gekauft. Für Front Seasons. Das verkehrte Menü. Diverses, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Wenn du es ganz zum Schluss. Farmhaus, Hall, Bars und Dekos. Man sieht nicht logisch. Und da war es egal. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Man sieht los, Tierhaltung. Zeig doch mal drin, gerade nochmal ein bisschen bescheuert. Farmhaus, der Quatsch. Hall, Deko, da wir guckt. Der Produzent habe ich hier von Fett Action drin. Ist aber für die meisten Sachen kann es nehmen. Doch hier drin. Das ist so eine Art Handy, sieht es aus. Wieso habe ich das jetzt nicht dabei? Fütterung. Da könnte man auch Schwein automatisch machen. Farmhaus wäre nicht logisch. Hier Container genommen, ja, das Hallen wäre auch Quatsch. Man weiß ja nie. Das ist logisch, nicht nötig. Bad Company wäre Quatsch. Gut, finde ich nicht. Mal hier ran, gut. Gemessen. Ja. Wie gefragt. Normalerweise beziehen wir sie draußen.
Puppen habe ich da auch, aber keine gesehen, ne? Gut, nicht verkaufen. Die können wir auch halt wahrscheinlich, ne? Aber normalerweise hätte ich das Ding da haben müssen. Hätte ich auch schon gekauft. Das finde ich garantiert auch nochmal. Aber unser Mistfahrer kommt entgegen. Das klappt ja, das Fahren klappt ja, nur das andere klappt nicht. Das ist das Beladen, das Förderband ab und zu mal streikt. Das ist hier gut gelöst mit dass er immer wieder langsam fahren muss, damit man vorbeikommt. Ne? Also wenn andere Fahrzeuge automatisch dann mal rechts und mal links fahren. Ne? Das Bereiche gibt, wo er trödelt. Im Bereich, wo er, ja, hier ist auch so ein Mittelteil mit blauer Strich. Ob das Ding hier gelassen hat, weiß ich auch nicht. Die Frage. Die Silageballen haben wir noch hier. Und bei Gelegenheit zum Hof bringen. Wollte wegen zwei nicht mal losdüsen. Der Gras geht gar nicht weg vom Regen. Komisch. Vielleicht später. Je mehr Funktionen so reinkommen, ob Optimize Plus oder andere Funktionen, umso gar nicht blöder, aber höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das für der Quote steigt. Ne? Und das ist ja dann nicht so schön. Boah, richtig verpisst hier, richtig optisch gesehen, richtig Sauwetter, ne? Deswegen wollte ich messen. Ne? Und aktuell gerade mein Nervenspiele und meine Karte messen. Und da ist zurzeit sehr trocken. Also ist eher meine Sorge, dass da. Oh, gerade vorbeigefahren. Habe ich mal ganz am Anfang mal so eine Aktion gehabt, rette mal den LKW. Weil ich mir da kaum nicht zurück. Dann musste ich mit dem Radlader schieben und machen und tun. Mann, ist das lange her. Sehr lange her, also. Traktor ist bald besser zu fahren als LKW. Das macht ja auch Sinn, ne? Also Traktor kannst du ja auch notfalls die umstellen. Nee. Den kannst du ja auch notfalls für. Das ist ja 1000, ne? Ja. Ein bisschen Geld verdienen. Kühe bringen hat das nur ein, ne? Könnten mal hier geradeaus fahren. Könnten mal abkürzen. Kannst du zeigen, wie kürzer ist. Das haben wir da hingestellt. Lass ein bisschen in der Karte schauen. Haben wir hier rum. Wenn ich das umfallen. 60 vorbei. Könnte das auch nicht. Wir fahren beim Hof 1 und dann laden wir ihn nicht ein. Okay, ist er da vorne irgendwo, wo der Ding ist, wo der Trigger ist, wo das Gerät steht. Man kann auch den Milch jetzt automatisch wegfahren lassen, ne? Die Option gibt es auch. Erstmal hier den Feldweg folgen. Traktor ist gut. Das fährt ziemlich und schnell. Und da müssen wir nach rechts fahren und dann links. Links und dann rechts. Wir fahren links und dann wieder rechts oben her. Dreieck vorbei. Oder wir fahren rechts. Ja, rechts haben wir einen größeren Weg fahren, ne? Aber wir fahren mal rechts. Unsere Feller dabei. Wie schön. Getreide. Das dauert auch lange, das reife. Macht sich auch bemerkbar, dass man erst im Frühjahr eingesehen hat. Ne? Das Wachstum braucht halt seine Zeit. Das links. Das ist halt so, ne? Viele Bäume haben wir hier. Aber das ist ja nicht unbedingt unser Haupt.
geschätzt wird hier. Waldarbeiter als Ergänzung für den Winter und so, naja, kann man machen, aber erster Linie noch Feldwirtschaft, ne? Genau, in Produktion, da muss ich auch so nehmen. Nebenerwerb, ne? Und dann hier wieder rechts und dann links. Ja. Jetzt ziehe ich voran hier. Sammlung. Hauptsache, wird auch rechtzeitig trocken. Ne? Das habe ich schon mal letzten Sommerprinzip, da hatte ich Soja. Und das wurde gerade so reif. Links haben wir links, ja, links. Wurde gerade so reif. Es war für 6 Stunden konnte das ernten. Es war 18 Uhr und dann nachts, dann wurde schon nach 0 Uhr wieder klammfeucht vom Tau. Ne? Hier oben links in der Klee. Ja, wird auch schön. Ja, hoffe ich das. Vollgas. Ja, so ein kleines Feld gewesen für Kanzi. Keine großen Marken, keine nehmen, ne? Ist so. Wir ziehen großes vor. Da ist der Aufwand im Großen und Ganzen nicht so groß, da kann ich ein kleines Feld machen. Also hinfahren, die Ernte betreiben und wieder wegfahren. Das muss ich mit dem Großen genauso machen und auch mit dem Kleinen. Aber jeder, wie es machen mag. Ja, ne? Das mag ich verschieden. So, das Feld wird nach links abgehen. Gut getan hier. Teuer und Gras. Einmal quer durch Thüringen fahren, ne? Naja, im Bereich von Thüringen, ne? Das kann ja keiner vollen Bereich abdecken. Selbst ein 16-fach könnte den Bereich nicht abdecken. In Thüringen. Das wäre auch übertrieben, wenn wir jetzt als Bauer, als Einzelbauer sagen würden, wir können ganz Thüringen als betreiben, also das Landwirtschaft betreiben. Das ist, glaube ich, nicht machbar. Die Bauern haben hier viel Brachliegen bei den Burschen. Wie gesagt, dieses Jahr neu. Und da ist im nächsten Jahr so halbwegs das System reingerutscht, ne? Also dass alles wieder bestellt ist. Der Herzbestellung. Nicht Gas geben. Also definitiv vorgenommen die Milch auskacken. Ne? Und den nächsten dann entsprechend nächste Woche, Montag, bei euch dann morgen, ne? Dann vielleicht die Milch verkaufen können. So konnte ich mich teilweise ein bisschen von Thüringen sehen, ne? Und eine fast nur fahre. Und da ist unser Hof 1. Dann muss ich mir einkriegen, dass ich unser Teil austauschen kann. Fähr rüber. Weil ich fähr ja nicht. Auch weil Fahrt auch noch nicht. Ja, da muss ich noch bestimmt Fahrzeug anher kaufen für die Ernte. Also zwei Abfahrer brauchst auf jeden Fall. Für Getreide, also mindestens zwei. Und auf jeden Fall zwei für Pferdegras zum Anfang und später eher 4-4. Dann haben wir noch einen dritten Treffer, den ich auf 37 einstellen könnte. Da brauche auch mindestens einen Abfahrer. So, hier müsste irgendwo die Milch gehen. Ich muss den mal gucken, ob eins. Das hier dann auch anhängen. So, liebe Schauer, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Immer schön und vertraut. Müssen wir mal nicht zu lange machen. Ja, ich wünsche allen einen schönen Restsonntag. Noch einen schönen Tag. Ja, morgen geht es hier weiter mit Milchverkauf. Tschüss, vertraut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und bitte dann natürlich bis reinschauen. Tschüss.